War gerade meine Frage. Frag mich das nochmal. Wie gibt man denn sein Haar zurück? Das ist genau die Frage. Ich habe jetzt eben geduscht und habe die Antwort. Und habe aber die Frage gar nicht gewusst. Aber jetzt hast du die Frage gestellt und es ist genau die Frage zu der Antwort. Passt doch, oder? Passt. Ich lege jetzt einfach mal los, was mir so einfällt. Ja, mach das. Da ist einer in mir, der möchte Unangenehmes vermeiden. Mhm. Ich will jetzt versuchen, nicht so sehr in so persönliche Beispiele zu gehen, aber wir machen mal, da kommt jemand und sagt, hier, vertrau mir. Mhm. Dann machst du dir darüber Gedanken. Irgendwann stellst du fest, das tue ich nicht, ich vertraue nicht. Mhm. Und dann suchst du und dann wirst du rausfinden, warum nicht. Sagen wir mal so, ich habe schlechte Erfahrungen. Mhm. Oh, was unangenehm. Mhm. Und dann können ja Sachen passieren, das ist nämlich nicht bloß, also ich kann dir sagen, ich bin traumatisiert. Das war nicht einfach nur unangenehm. Ich habe echt einen Schaden weg. Ja, also woraus, natürlich jetzt erstmal aus dem Programm, das versucht mich jetzt vor sowas zu schützen. Mhm. Der überall guckt, wo ist mir was Unangenehmes passiert und was kann ich tun, dass das nicht wieder vorkommt. So, weil mhm. eben ganz oben steht, ich möchte Unangenehmes vermeiden. Mhm. Ja. Jetzt kommt da, sag ich jetzt mal, der Gott und sagt, er vertrau mir. Was sagst du, Alter? Es kommt darauf an, sagst du denn so. Und dann fängst du an. solltest du also nochmal sowas mit mir machen? Ne? Du siehst doch, was dabei rausgekommen ist, also wie ich geschädigt bin. Und so, also du siehst du selber, das steht dir jetzt im Weg. Sagen wir mal, also wenn es jetzt darum geht zu vertrauen, dann steht dir ja was im Weg, nämlich Erfahrung oder eben du möchtest Unangenehmes vermeiden. Mhm. Du hast aber das Gefühl, du kommst da nicht umrum. Mhm. Also das geht jetzt trotzdem irgendwie in diese Richtung. Und auch da habe ich Erfahrung. Ich habe auch schon auf dem Boden gelegen und die weiße Fahne geschwenkt. Mhm. Ja. Das kann er auch mit dir machen. Und dann schwenkst du gerne die weiße Fahne. Ich kann nicht mehr, ich gebe auf, ich weiß nicht mehr. Das hat geklappt. Jetzt ist aber die Frage, warum schwenkst du nicht die weiße Fahne? Weil da immer noch einer ist, der möchte unangenehme Sachen verhindern. Ja, das stimmt. Also müssen wir uns mal mit unangenehmen Sachen beschäftigen. Da kann ich jetzt nur aus meinen, was ich mache mal ein Beispiel jetzt Nase, ne? Du möchtest eine Schwellung in der Nase wegmachen, damit du Luft kriegst, damit es nicht so weh tut. Mhm. So, da ist jetzt das Unangenehme, ist jetzt die Schwellung. Jetzt komme ich mit einem Nasenspray, das macht mir die Schwellung weg. Finde ich toll. Hat geklappt. Und jetzt kommt das Unangenehme hinterher. Die schwillt wieder an und zwar stärker. Mhm. Als, ich sag jetzt mal, kann man sich so denken, als Folge von dem Nasenspray. Dieser Dinge gibt es natürlich viele Beispiele. Sachen, die dir im ersten Moment helfen, gut tun, aber langfristig eben nicht. Also genau mhm. das Gegenteil eigentlich. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Ja, werfen wir einen Zucker rein, freut mich natürlich im ersten Moment, frag mal nächsten Tag die Waage, ne? So, weißt du, wie das läuft. Egal, was du dir da denkst, da hast du eben das Angenehme jetzt, das, was du bevorzugst und das dann Unangenehme. Mhm. Das gibt es auch andersrum. Das, was erst unangenehm ist, aber später angenehm. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Nase gespült mit Salz, also Meersalz, Wasserlösung, also
Ne? Um langfristig da drinnen irgendwas gut zu machen, also angenehm zu gestalten. Aber ich kann dir sagen, was im ersten Moment passiert. Schwillt alles an. Jetzt haben wir das Beispiel von erst unangenehm und später angenehm. Wenn du das jetzt weißt, dann ich meine, es ja irgendwo, wenn du genau aufpasst, ist ja irgendwo ein Prinzip da jetzt dahinter, ne? Und dann sagst du, gut, dann nehme ich mir jetzt das Unangenehme. Wir müssen eigentlich noch ganz woanders hingehen, weil das ist ja immer noch, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch, diese ganzen Kram. Frag mich mal, was bei mir für ein Theater ist, ob ich überhaupt mir die Nase spülen darf. Ja, ja, du bist auf der einen Seite nicht einverstanden, denn mit, ja, jetzt willst du wieder was, mischst du dich ein und dann kommt der andere und dann sagt der, Alter, wenn du trockene Hände hast, creme dir doch eben die Hände ein. Ja, wenn du so eine Nase hast, ja, dann musst du ab und zu mal, spülst du da halt eben mit einer Meerwasserlösung und wo ist das Problem? Weil du immer in richtig und falsch, aber das ist nur der eine Teil, weil der andere Teil ist, wenn ich mir jetzt einen Vorteil hole, bezahle ich ja auch wieder. Ja? Ja. Und das heißt also, der jetzt das in Frage stellt, ob ich das überhaupt darf, das geht gar nicht darum, dürfen oder nicht dürfen, sondern der hat Angst davor, was er sich einhandelt. Ja, genau. Weil er wieder eben was Unangenehmes nicht will. So, und er hält lieber am Ball flach, anstatt sich irgendwas einzuhandeln. Und dann, so ich sag mal, in meinem Fall, dann wird es jeden Tag irgendwie ein bisschen schlimmer und dann hast du Kopfschmerzen und den ganzen Scheiß, anstatt einfach mal einmal die Nase zu spülen. Aber weil du dir ausrechnest, oh, da bin ich wieder mit was nicht einverstanden. Und das hat dann wieder die und die Folgen. Das ist eine reine Berechnung, von der du meinst, dass es tatsächlich dann auch kommt, wenn du das so glaubst. Ich stehe mir nur im Weg, nichts falsch machen wollen und irgendetwas verhindern wollen und so. Und jetzt sitzt du da und erkennst, warte mal, dann ist ja etwas Unangenehmes vielleicht auf Dauer gut. Komm mal, ja, ne? So ist es aber jetzt auch wieder nur die andere Seite, weil was Angenehmes eben auf Dauer dann nachher vielleicht doch nicht so gut ist. Jetzt nehmen wir mal Udo sein Beispiel, ne? Hier viel Geld, das ist erstmal toll, ist aber langfristig dann doch nicht so gut, weil zieht dich wieder voll in die Materie rein. Hier so eine echte Diagnose bringt dich tatsächlich weiter. Wie weiter? Ja. Trotzdem hast du Angst davor. Und das ist die Situation, in der ich mich befinde. Ne? Es nur darum geht, vermeiden von und dann kommt eine Liste. Ausweichen, ja. Und diese Liste wird immer länger. Und eine scheiß Angst davor, das, sag jetzt mal, den Schöpfer zu übergeben. Weil was weiß ich, was der wieder anstellt. Ja. Sich selbst vertrauen. Ja. Und selbst wenn du dann sowas siehst, das ist ja eigentlich, macht ja Sinn. Jetzt, wir haben jetzt darüber geredet, so irgendwie macht es ja Sinn. Was meinst du, da gebe ich mir 10 Jahre, bis das installiert ist? Ich sag mal, wenn du merkst, da kommt was Unangenehmes, dass du dann zugreifst, weil es ja nachher angenehm ist. Also jetzt erkennst du, dass ja eigentlich blöd ist, diese unangenehmen Sachen vermeiden zu wollen. Ja, ja. Ist aber auch dann eine Form von Berechnung, oder nicht? Ja, ich auch ein bisschen genau Kaufmannsdenken. Genau, und noch wieder ein, und da ist also einer, der passt die ganze Zeit auf, dass du nichts falsch machst. Ja. Jetzt will ich ja wieder irgendwas nehmen und so, ne? Dabei hat er doch, ich meine, er hat doch klar gesagt, es geht doch gar nicht um den. Ja. Ich bin mit dem einverstanden.
Da läuft ein Gedankenkarussell, kann ich dir sagen. Kenne ich. Ja. Das war es schon. Mehr habe ich nicht. Das ist doch schon was. Ist das schon was? Ja, wir haben was gesehen. Das ist ja schon mal was. Doch damit fängt das meistens an, dass ich da irgendwas entwickeln kann. Ja. Die Verwechslung ist halt sehr hartnäckig mit diesen Gedankengängen, ne? Ja. Das ist mein Programm und ich kann zwar sehen, dass das irgendwie nicht so, aber mein Programm ist stark. Ich glaube einfach das, was mein Programm mir sagt. Und wenn er sagt, das wird unangenehm, dann lasse ich die Finger davon. Ganz großer Schisser, hat vor allen möglichen Angst, was kommen könnte. Ja. Ja, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ne? Ja. Dieses Programm ist das H. Ich habe keinen Schimmer, wie man das zurückgibt. Ich habe doch nur das. Genau. Kommst aus der Nummer nicht raus. Also ich habe schon gesehen, dass manche Dinge, die ich wirklich für unsinnig erkannt habe, dass ich die dann praktisch auch direkt, die mache ich dann auch nicht mehr. Also, aber das muss wirklich klar sein dann. Ja. Ja, diese vielleicht und könnte sein, das nützt gar nichts. Da kommst du nicht weiter mit. Also ich hoffe auch immer noch drauf, dass da einer ist, der jetzt mir das dann einfach wegnimmt, das Programm, und das austauscht, wenn ich so, hier tauscht das mal aus, so dass er das dann macht. Ich glaube, ich befürchte, das muss ich tun. Ist ja sonst auch keiner da, ne? Und das fängt eben mit diesen kleinen Schritten an. Ich habe was gesehen. Könnte ich mir überlegen, vor unangenehmen Dingen nicht mehr davon zu laufen. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du dir nur den Gedanken, dann kommt sofort einer und meldet sich, Alter, pass auf, Gefahr. Ich glaube, die Seiten kannst du beliebig oft wechseln, aber du drehst damit nur, ja, was um. Wenn du aus logisch unlogisch machst oder wir reden hier von sogenannten Kategorie 3 Fragen. Mhm. Die werden mir nicht erklären, wer ich bin. Nee. Warum ist das jetzt so? Weil ich es denke. Ja. Mhm.
war ja jetzt auch nur mal so ein Ausflug so. Mhm. Passt. Das ist ja, guck, wie das Programm funktioniert. Weißt du, das ist ja auch etwas Interessantes, wenn du dahinter kommst, wie das Programm so funktioniert. Mhm. Was ich immer denken muss, ist vielleicht bittere Medizin. Ja, die natürlich im ersten Moment bitter ist, aber dann wohl hilft. Also eben erst unangenehm und dann angenehm. Hm. Eine andere Sache ist, wenn ich mich da rausziehe, wie ist das, geht mich gar nichts an, ob da was angenehm oder unangenehm ist, weil ich gucke sowieso nur zu. Ich glaube, wenn wir jetzt von wirklicher Freiheit und so, dann müssen wir uns da hinten hin, also tief nach innen bewegen. Hm. Ja. Ja, vielleicht einfach erkennen, dass wir nirgendwo rauskommen können, wo wir nicht drin sind. Ne? Ja. Ich finde es irgendwie Teil des Spiels, ne? Du bist ja. Es geht ja gar nicht damit, da rauszukommen in dem Sinne, sondern irgendwie zu spielen. Genau. Es geht ums Spielen. Bewusstes Spielen. Ja. Und da ist eben die Bedingung erstmal, ne, dass du weißt, dass du der Spieler bist. Ja. Genau. Genau so ist es. Das Spiel hat ja gewisse Mechaniken, wo du dann hinterkommst, ne? Was kann man tun um und so. Und das ist ja wahrscheinlich auch klar, dass dir das nicht am Anfang des Spiels klar ist. Mhm. Sondern das ist erst im Laufe des Spiels entwickelt, hast du immer mal wieder Momente, da hast du dann Freude, weil du was entdeckt hast, weil du weitergekommen bist. So ist ein Spiel aufgebaut, ne? Mhm. Dann kannst du ruhig das ganze Spiel über meinen, du bist zu dumm. Nützt ja nichts, wenn es so auf dem Zettel steht, ist das so. Ich darüber erheben. Naja, ich habe jetzt, ich meine, so als Mechanik zum Beispiel war ja auch, ich hatte ein Erlebnis jetzt gestern und da habe ich wieder viel über mich gesehen, das war dann schwer für mich und dann habe ich gedacht, scheiße, ne? Was habe ich bloß für ein Programm und das löst dann aber wiederum was aus. Mhm. Eine unangenehme Situation und dann kommt die Lösung hinterher und dann fallen mir diese Sachen ein. So alles nur aufgrund dessen. So, da kann man doch dann sagen, ja, dann war das doch eigentlich gut. Mhm. Wäre mir das nicht passiert, wäre mir das nicht passiert. Mhm. So, das haben wir jetzt schon wieder gesehen. Hat es was geholfen? Ich meine, wenn die nächste unangenehme Situation vor der Tür steht, sagst du dem, komm her, ey, toll, endlich. Hab schon auf dich gewartet. Guck mal, wir machen mal ganz einfach, wieso ist das eigentlich gut? Also wieso, guck mal, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, weil es mich bewegt. Nehmen wir jetzt mal so eine Diagnose vom Arzt. Die bewegt dich, zum Beispiel dir Gedanken über dich selber zu machen. Und das wäre dann gut. Mhm. Jetzt frage ich mal, warum bewegt die mich überhaupt?
weil sie mir eine scheiß Angst einjagt und weil ich Angst nicht will. Das wäre aber, wenn mir das egal wäre. Da würde diese Situation überhaupt nichts ändern. Nee. Also ist es doch so vorgesehen, dass mich Angst bewegt. So wie das, ich sag mal jetzt irgendwas, was ich haben will, was mich anzieht, ist das, was ich nicht haben will, stößt mich weg und dadurch kannst du mich bewegen. Also als Spielfigur meine ich jetzt. Was ist, wenn ich das Ziel erreicht habe und mich das alles nicht mehr bewegt? Was will er dann machen? Der mir was beibringen will, wenn er mich nicht mehr bewegt. So, also selbst das, ich sage einfach nur, ist doch volle Absicht. Und dann benutzt er noch das und sagt zu mir, hast du Angst, dann vertraust du mir eben nicht und dein Ziel sollte es sein, keine Angst mehr zu haben. Der ist gut, oder? Wenn ich den jetzt gerade nicht spielen würde, hätte ich sowieso keine Angst. Das ist doch Teil des Spiels. Und jetzt kommst du mir mit einem Ziel, was du bei mir auslöst, dass ich am Ende keine Angst mehr... Es ist ein Wahnsinn. Du musst erst mal so von außen, weißt du, so gucken. Jetzt habe ich mir die Nase wieder gespült. War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Na, die Rechnung wird vielleicht noch kommen. Oder auch nicht. Wer weiß das schon? Ja, das ist ein, dieses Kalkulieren, ja, das Denken, oh je, und jetzt da, das Dilemma. Dann ist das mein Dilemma. Ich meine, ist ja kein anderer da, ne? Aber es kommt eben jetzt darauf an, wer ich bin. Ich halte es mal an, ne?